Herzlich willkommen bei Cosmic Scene, heute mit Gerald Hüther. Ich brauche gar nicht viel sagen, nur so viel. Freut euch auf ein fantastisches Gespräch. Guten Tag, Herr Hüther, herzlich willkommen bei Cosmic Scene. Ich bin gerne hergekommen. Ich war früher auch schon mal hier, da hieß es noch anders, aber es kommt ja nicht auf die Namen an, sondern auf die Inhalte. Und ich denke, dass wir da vielleicht ein bisschen Freude miteinander haben und auch die, die uns zuschauen, so ein paar Aspekte uns anzuschauen, die eben so ein Hirnforscher wie ich vielleicht gefunden hat und die es sich lohnt, so ein bisschen genauer anzugucken. Ja. Ja, erlauben Sie mir, dass ich zu Anfang was ganz Persönliches sage. Ich möchte mich im Namen vieler Eltern bei Ihnen bedanken, dass Sie sich so für unsere Kinder einsetzen. Weil das machen nicht viele. Und wir als Eltern fragen uns auch, welche Richtung, wie können wir es am besten machen? Und wir brauchen einfach auch Menschen wie Sie, die uns Halt geben und die uns auch vielleicht Ideen geben, wie wir es besser machen können, um auch vielleicht auch das große Ganze oder vielleicht auch im eigenen was zu verändern. Und dafür möchte ich einfach erstmal vorab Dankeschön sagen an Sie, dass Sie sich mit Ihrer Energie dafür einsetzen, weil ich frage mich ja dann auch, warum, woher kommt das, warum macht er das, woher hat er überhaupt diese ganze Energie? Das ist ja auch schon, ist ja schon wirklich eine Berufung, die man da nachgeht. Das ist vielleicht sogar zu wenig. Woher nehmen Sie die Energie und warum tun Sie das, was Sie tun? Das hat relativ wenig mit so einer, mit so einem Messias-Gedanken zu tun. Ich bin Biologe und ich ärgere mich darüber, dass eine vorübergehend etwas irregeleitete Spezies dabei ist, diese wunderbare Vielfalt von Tieren und Pflanzen, die auf diesem Planeten entstanden sind, zu ruinieren. So, und da geht es ja im Grunde genommen damit los, dass immer wieder eine Generation nachwächst, die natürlich in die Denkmuster der alten Generation hineingerät. Und solange das so bleibt, tut sich nichts. Und wenn man so in der Geschichte zurückschaut, dann ist es ja immer so, dass nicht die alten Männer und Frauen die Welt verändert haben, sondern es waren immer die Jungen. Da ist eine Dynamik drin, die bringen das jedes Mal mit. Und deshalb ist es interessant, sich vor allen Dingen anzuschauen, wie man so junge Menschen stärken kann, weil die dann auch den Wandel in der Gesellschaft in Gang setzen. Und Eltern sind heutzutage extrem verunsichert. Wir leben in einer unsicheren Welt. Da weiß keiner mehr so richtig, was er eigentlich machen soll und worauf es ankommt. Und diese Eltern zu stärken, ist eben dann vielleicht doch wirklich eine wichtige Angelegenheit. Da muss man ja auch fragen, wer macht denn das eigentlich? Mhm. Wenn die ärztlichen Bulletins lesen, kriegen sie Angst und haben Angst, dass sie die Ernährung oder irgendwas nicht richtig machen. Und in dem Kindergarten, in der Schule erfahren sie dauernd, was da noch für Defizite eintreten können. Schon während der Schwangerschaft kriegt eine Frau erzählt, was da alles Furchtbares passieren kann. Also Angst wird ihnen allenthalben gemacht, aber so Mutmacher, ne, sind irgendwie, scheint ausgestorben. Und es gibt so etwas Wunderschönes, nämlich, dass diese Kinder ja im Gegensatz zu uns Erwachsenen und auch den, wenn man dann Eltern ist, Mama und Papa, dann hat man ja auch viel von seiner Lebendigkeit verloren. Und da ist man schon ziemlich eingewickelt, man hat feste Vorstellungen im Kopf, man sieht gar nicht mehr, was alles los ist, man kann nicht mehr unbekümmert und ganz locker mal tanzen und singen und umherhüpfen. Und deshalb ist es eine einmalige Gelegenheit, ein Kind ins Leben zu begleiten, weil dieses Kind ja noch nicht so verwickelt ist wie wir selbst. Und deshalb sind diese Kinder, das sage ich dann immer gerne, das sind unsere besten Entwicklungshelfer. Die helfen uns aus unseren Verwicklungen raus. Und das geht ja nur dann, wenn man sich auch auf das Kind einlässt. Und da das nun die eigenen Kinder sind, könnte man auch auf die Idee kommen, dass man statt, dass man sich ständig Gedanken macht, wie man die ordentlich erzieht, könnte man sich auch fragen, was man von denen alles lernen kann. Und wenn man dann plötzlich diese ganze Lebendigkeit nicht mehr als etwas betrachtet, was weg muss, sondern als das, was man gerne vielleicht in sich selber wiederentdecken möchte. Weil man dann auch mal wieder gerne Tango tanzt oder im Chor singt und Dinge tut, die man normalerweise im Hamsterrad des Alltäglichen nicht mehr tut, dann könnten uns die eigenen Kinder wunderbare Lehrmeister sein. Und da merken Sie, worum es da geht. Da geht es um Begegnung auf Augenhöhe. Natürlich sind wir Erwachsenen
da oben und wissen mehr und können mehr und haben mehr Erfahrung. Und das ist auch unsere Aufgabe, dass wir das an diese Kinder weitergeben und dass wir denen helfen, ihren Weg zu finden. Aber wir dürfen sie natürlich nicht zum Objekt unserer Erwartungen, Belehrungen, Bewertungen und noch Erziehungsmaßnahmen machen, dann ist eben Schluss damit. Und indem man sich einfach nur mal wieder daran erinnert, ist auch das falsche Wort, indem man sich darauf einlässt, zu spüren, was dieses Kind eigentlich einem zeigt vom Leben und von der Lebendigkeit, kann es passieren, dass man dann begreift, das geht hier nicht darum, dass ich von oben das Kind erziehe, sondern dass wir einander auf begegnen und dabei jeder von dem anderen was lernt. Das Kind von meiner Erfahrung und ich von der Lebendigkeit, mit der es noch unterwegs ist. Genau, dass dieser Prozess auch stattfinden kann, muss ja auch genug Zeit für beide da sein oder für Kind und Eltern. Und da sehe ich halt auch, dass Eltern immer mehr eingespannt werden über Arbeit und über Geld verdienen und diese Zwänge. Und auch die Trennung von ganz jungen Babys von Eltern findet ja auch immer mehr statt, dieser Trend. In den Niederlanden beispielsweise ist es da üblich, dass nach 6 Wochen die Mutter zum Teil schon wieder arbeiten geht und das Kind kommt dann in die Krippe. Und weil beide Eltern Geld verdienen müssen und so weiter. Das ist ja eine Entwicklung, die komplett entgegengesetzt zu dem ist, weil da die Begegnung zwischen Eltern und Kindern ja verhindert wird. Gilt es da dann auch wieder dafür, mehr Bewusstsein zu schaffen und überhaupt das Begegnen zu ermöglichen? Ich sag mal was sehr Provokantes. Bitte. Geht nicht um Zeit, geht nicht um Geld. Es geht um die Frage, wie wichtig ist mir dieses Kind? Um Bedeutsamkeit. Und unsere Aufmerksamkeit und alles, was wir tun, wird bestimmt von dem, was wir im Leben für uns für besonders wichtig halten. Und wenn ich unbedingt meine, ich müsse jetzt arbeiten gehen, um mir dieses und jenes leisten zu können, dann finde ich das dann möglicherweise wichtiger als mein Kind. Und dann kann ich das abgeben. Das tut normalerweise weh. Ja. Und normalerweise bringt das keine Mutter fertig. Und ja, da braucht man schon ein ganzes gesellschaftliches Überredungssystem, was dieser Mutter erklärt, dass das total normal ist und dass das auch dem Kind nicht schadet, wenn man es abgibt. Und viele Mütter sind, glaube ich, viele Mütter, Väter genauso. Ja. Väter sind eigentlich noch schlimmer, weil die sich noch leichter überreden lassen, Karriere zu machen. Also viele Eltern sind inzwischen eben in einer Situation, wo sie den Blick für das verloren haben, was wirklich wichtig ist und sich deshalb dann, wenn ich es jetzt böse sage, manipulieren lassen. Sie lassen sich einreden, das sei eben alles okay, wenn sie das Kind mit in so einem frühen Alter in irgendeine Einrichtung geben. Man muss sich auch angucken, was da passiert. Was hat das Kind davon, dass es in so einer Einrichtung ist? Und wieder könnte man als Hirnforscher dann daherkommen, könnte sagen, das könnt ihr euch da alles selbst ausdenken. Wenn ihr ein Kind so früh in eine Einrichtung tut, wo es im Wesentlichen umgeben ist von anderen Kindern, was wird es lernen? Es wird lernen, wie es sich in dieser Gemeinschaft mit den anderen Kindern und deren vielen Besonderheiten irgendwie zurechtfinden. Das heißt, es wird etwas erlangen, was die Psychologen dann Sozialkompetenz nennen. Aber zu dieser Sozialkompetenz gehört dann auch, sich durchzusetzen. Wenn der andere den Bagger hat, dass man den auch sich besorgt und dass man da auch immer zu auf sich aufmerksam macht und dass die einen auch sehen. Und das ist alles das, was ein Kind in so einer Krippe lernt. Und im Grunde genommen könnte man sagen, in einer Krippe oder in so einer Früherziehungseinrichtung lernen Kinder sehr früh, sich an die Erwartungen anderer, auch anderer Kinder, anzupassen. Also wenn man schön angepasste Kinder haben will, wunderbar, alle ab in die Krippe, alle ab in solche Einrichtungen, wo sie alle nach demselben Schema sozusagen früh gefördert werden. Und dann könnte es aber auch Eltern geben, die auf die Idee kommen, dass es für eine Gesellschaft nicht so gut ist, lauter Leute zu haben, die angepasst sind, die das nicht mehr, wo nur noch ganz wenige oder kaum noch jemand dabei ist, der noch das besitzt, was man Eigensinn nennt. Weil eine Gesellschaft, in der das alles so über einen Kamm geschoren ist, läuft natürlich Gefahr, dass
die dann auch alle in eine Richtung laufen. Und das ist der Tod. Weil es muss immer welche geben, die sagen, nein, lauft ihr alle nach rechts, ich bleib stehen. Und lauft ihr alle vorwärts, ich bleib stehen. Und ich gehe vielleicht sogar zurück, weil ich merke, dass wir uns da hinten irgendwo verlaufen haben. Also ohne diese Menschen geht eine Gesellschaft zugrunde. Und ich glaube tief in meinem Herzen, dass Eltern so ein angepasstes Kind gar nicht haben wollen. Die wollen eigentlich ein eigenständiges Kind, was da einen eigenen Weg sucht und was nicht sich von anderen einreden lässt, worauf es im Leben ankommt. Und kriegen es aber nicht hin. Und weil sie selbst natürlich auch durch diese Mühlen durchgegangen sind, sich häufig dann tapfer durchgeschlagen haben, viele eigene lebendige Anteile und lebendige Bedürfnisse in sich selbst unterdrückt haben, damit sie möglichst gut funktionieren können. Und dann hängen sie in so einem Hamsterrad drin. Und wenn es ganz besonders schlimm kommt, haben sie da drin auch noch Karriere gemacht und sind erfolgreich geworden. Und da kommt man gar nicht wieder raus. Ja, dann identifiziert man sich ja noch mit der Verwickeltheit, in die man da geraten ist oder die man sich ins Hirn gebaut hat. Und dann gibt man das, dann ist man davon überzeugt, dass man nur mit Druck was leistet. Und dann ist man davon überzeugt, dass ohne Wettbewerb es keinen Fortschritt gibt. Das ist so. Und dann kann man sich ja ausrechnen, was dabei rauskommt. Leute, die, also jetzt immerhin eine junge Generation, die keine Lust mehr auf diesen Druck hat, freue ich mich drüber. Aber das ist doch nicht das, was wir uns eigentlich wünschen. Wir wünschten doch uns nicht eine junge Generation, die keine Lust mehr auf Druck hat. Wir wünschten uns ja eine junge Generation, die Lust hat, diese Welt zu gestalten und diesen Müll und dieses Elend beiseite zu räumen, das wir hier als alte, weise Männer da und Frauen ihnen aufgebürdet haben. Mhm. Ja, und dazu braucht es aber immer wieder eine neue Generation, die mit dieser Kraft rausgeht. Und diese Kraft können sie aber nur dann in sich selbst sammeln, wenn sie diese Erfahrung machen, dass sie bei Menschen groß werden, die es gut mit ihnen meinen. Also das heißt, wir müssten eigentlich alle versuchen, ein unbedingtes, und Eltern natürlich erst recht, und Lehrer und Erzieher und wer auch immer, wir müssten alle ein unbedingtes Interesse an der Entfaltung dieses anderen Menschen und vor allen Dingen dieses Kindes haben. So, das hört sich gut an. Dann würden wir, unbedingt heißt ja, egal wie der gerade unterwegs ist und was der möglicherweise da für unangenehme Dinge da von sich gibt, hätten wir ein unbedingtes Interesse an dessen Entfaltung. So, und wissen Sie, wie das heißt, was das für eine Definition ist? Ein unbedingtes Interesse an der Entfaltung des anderen. Das ist eine Definition für Liebe. Und zwar die einzig richtige, die es gibt. Alles andere hat mit Liebe nichts zu tun. Wenn ich meinen Partner brauche, damit es mir gut geht. Das ist leider eine bestimmte Form von Abhängigkeit. Wenn ich die Kinder benutze, damit ich allen anderen vorzeigen kann, was ich für eine tolle Mutter bin, hat mit Liebe nichts zu tun. So, und jetzt kann man nochmal richtig von diesem Gesichtspunkt aus los und kann sich fragen, wo ist denn hier in dieser Welt für mich der Mensch, mit dem ich das Leben so gestalte, dass ich versuche, ihm dabei zu helfen, sich zu entfalten und er das auch mit mir tut. Also wo wir in so einer Liebesbeziehung sind. Und jetzt darf man das heutzutage nicht Liebe nennen. Und deshalb vergessen wir das jetzt wieder gleich, was ich jetzt gesagt habe. Wenn ich das zu einer Führungskraft sage im Unternehmen, und der Chef, die müssten ein unbedingtes Interesse an der Entfaltung ihrer Mitarbeiter haben. Das kann er aushalten. Das kann ich ihm auch erklären. Aber wenn ich ihm sagen würde, sie müssten ihre Mitarbeiter lieben, da weiß er nichts mit anzufangen. Da ist dieser Begriff Liebe so breit gelatscht in unserer Vorstellungswelt, dass man ihn leider nicht mehr verwenden kann. Aber er verbirgt sich hinter dieser Aussage unbedingtes Interesse an der Entfaltung des anderen. Und das ist auch die einzige Beziehungsform, in der wir tatsächlich unser Leben so gestalten können, dass wir uns entfalten können. Wenn ich das unbedingte Interesse daran habe, dass ich mich hier als besonders toller Typ darstelle, ja, dann wird das ein anderes Interview. Ja, ich merke, die Arbeit liegt bei uns selber. Das ist ganz klar. Ich brauche nicht mit Finger auf anderen zeigen, auf jemand anders, sondern es geht darum, dass jeder sich selber das bewusst wird und selber für sich die Entscheidung trifft und aktiv wird, an sich arbeitet.
Und ja, das ist eben so eine, auch in unserer Gesellschaft unglaublich gerne überall verbreitete Ansicht, dass man andere Menschen ändern könne. Manche glauben sogar, man müsste andere Menschen ändern. Also es gibt auch ganze Parteien, die glauben, sie müssten die ganze Jetzt stelle ich anderen Leute da verändern. Die rhetorische Frage, kann man andere Menschen ändern? Man kann sich das einbilden, ja. Mhm. Und das kann sich aber nur jemand einbilden, der nicht unterscheiden kann zwischen einer nur äußeren Anpassung, Anpassungsleistung und einer tatsächlichen inneren Veränderung. Oh. Was man nämlich mit anderen Menschen machen kann, ist, man kann sie gefügig abrichten und dressieren, ja, damit sie eine bestimmte Verhaltensleistung erbringen, die man sich wünscht. Ah, ja. Das ist Zirkus. Ja. Also da früher im Zirkus, machen die noch nicht mal mehr heute im Zirkus. Aber ist so tief bei uns verankert, dass wir denken, also auch die Ehefrau sagt dann dem Ehemann, wenn der immer die Zahnpastatube so offen, dann glaubt die, die kann ihn ändern, indem sie ihm sagt, schraub das zu. Und dann kriegt der, sie macht ihn zum Objekt ihrer Maßnahme und ihre Bewertung. Und das kann ja nicht funktionieren, weil Menschen ja so geworden sind, wie sie geworden sind, weil sie von anderen ständig zum Objekt gemacht worden sind. Und das ist dann ihre Lösungsstrategie. Und jetzt kann ich doch nicht hergehen und kann die, das, was mir da an dem anderen missfällt, dem erklären und das bewerten und sagen, wie er es anders machen soll. Da wird er in Widerstand gehen. Dann kann ich ihm noch Belohnung dafür anbieten oder Bestrafung androhen. Und dann wird er vielleicht vorübergehend, solange ich mit den Belohnungen noch unterwegs bin oder die Bestrafungen noch wirken, wird er das so machen, wie ich das will. Aber jede Führungskraft im Unternehmen weiß, dass diese Incentives, die da an die Mitarbeiter verteilt werden, jedes Jahr größer werden müssen. Also da ist irgendwann reicht diese Belohnung dann nicht mehr, dann muss sie noch ein Stück. Und sogar Eltern wissen, dass das mit den Belohnungen eine dumme Strategie ist, weil die Kinder dann natürlich sich dran gewöhnen, dann die Dinge nur noch zu machen, wenn es eine Belohnung gibt. Und das ist aber eine Abrichtung. Das, was den Menschen und das Verhalten des Menschen sogar sein Denken lenkt und das, was er sagt natürlich auch, das ist eine innere Haltung. Das ist was anderes, ist eine ganz andere Ebene. Auf der Verhaltensebene kann man rumwurschteln, so viel man will, da kann man auch kleine Modifikationen hinkriegen und unter bestimmten Umständen kann sogar eine ganze Gesellschaft sozusagen aus lauter abgerichteten und dressierten Affen bestehen. Mhm. Aber das machen die ja nicht, weil sie innerlich davon überzeugt sind, sondern weil es nicht anders geht. Und deshalb muss man sich fragen, wie kann ich denn einem anderen Menschen helfen, die Überzeugung, zu der er einmal gelangt ist, also diese Haltung, die er da herausgebildet hat und die Vorstellung, die er sich ins Hirn gebaut hat, wie kann ich denn das irgendwie verändern? So, und da merkt man plötzlich, das geht nur mit Belohnung und Bestrafung überhaupt nicht. Man merkt noch was Schlimmeres, wir wissen überhaupt nie, wie das gehen soll. Mhm. Was muss ich machen, damit Sie ein liebevoller Mensch werden? Das ist eine Haltung. Oder dass Sie umsichtig werden, dass Sie friedfertig werden, wenn Sie bisher immer so als Hassprediger unterwegs gewesen sind. Wie soll ich, ich kann Ihnen doch nicht da ständig Belohnung geben oder Bestrafung androhen, weil Sie immer wieder solche Sätze sagen und so unterwegs sind, dass sie überall alle spalten, sondern ich möchte doch, dass sie innerlich den Wunsch haben, das auch wieder miteinander zu verbinden. Das heißt, ich wünsche mir, dass sie eine andere Haltung hätten und eine andere Überzeugung. So, und dann fragt man, wie geht das? Keiner hat eine Ahnung. Keiner weiß, wie das gehen soll. Haben wir uns auch nicht drum gekümmert. Wir waren ja immer zufrieden, dass wir die Leute sozusagen auf der Verhaltensebene erwischt haben. Aber es gab Leute, die konnten das. Und wie geht das? Adolf Hitler hat das gekonnt. Oh, ja. So, das heißt, man muss Menschen, wenn sie denn unglücklich sind und wenn sie sich auf eine bestimmte Weise verhalten, muss man erstmal fragen, warum machen sie denn das? Und manche können, also wir machen es mal konkret, also ich zum Beispiel habe so eine sonderbare Eigenschaft, nämlich, dass ich immer das Bedürfnis habe, aufzuräumen. Ich will immer aufräumen. So. Und dann habe ich mich mal gefragt, also das ist mir auch zugute gekommen, deshalb bin ich vielleicht Wissenschaftler geworden.
Aber ich habe mich natürlich mal gefragt, wo das eigentlich herkommt. Und dann habe ich mich erinnert, ja, dass meine Mama hat mich immer besonders lieb gehabt, wenn ich schön das Zimmer aufgeräumt habe. So, dann hatte ich jedes Mal das Gefühl, dass wenn ich schön aufräume, dass es mir dann gut geht. Und selbst heute ertappe ich mich manchmal noch dabei, wenn ich in richtig erhebliche Schwierigkeiten gerate, löse ich nicht das Problem mit meiner Frau zum Beispiel, sondern ich gehe in mein Zimmer, in mein Büro und räume auf. Das ist bescheuert, ne? So, das ist nö, das ist, also ich habe das auch schon, Männer sind so, die ziehen sich in ihre Höhle erstmal zurück, ja, verarbeiten das erstmal für sich, die Frau will das gleich ausdiskutieren, das kenne ich auch. Und was man da jetzt sieht ist, was man da macht, das entspricht ja sowas wie einer inneren, wie ein Automatismus läuft das ab, da denkt man sich ja nicht viel dabei. Das heißt, das ist eine im Hirn verankerte Lösung für ein Problem, was ich mal irgendwann hatte. Da habe ich damals eine Lösung gefunden oder Männer haben andere Lösungen. Manche müssen auch unbedingt herumspinnen und Aufmerksamkeit erlangen oder einkaufen und sich was Gutes tun. Oder da gibt es ein ganzes Spektrum. Das wird ja alles in unserer Gesellschaft auch bedient. Davon lebt ja unsere Konsumwirtschaft. Und wenn man dann aber jetzt mal rangeht und sagt, okay, dann will ich doch mal gucken, woher meine sonderbare Vorliebe für irgendwas und diese Vorstellung, diese feste Überzeugung, dass es immer aufs Aufräumen ankommt, wo das herkommt, stelle ich fest, hey, das ist meine Lösung gewesen. Mit der bin ich unterwegs, mit der identifiziere ich mich, deshalb bin ich sogar Professor für Neurobiologie geworden, weil da immer das Aufräumen so schön war und ich da mit wissenschaftlichen Methoden aufräumen durfte und analysieren und ordnen durfte. Und wenn dann einer gekommen wäre und hätte gesagt, du sag mal, hast du einen Tasten im Schrank, guck doch mal, was das für ein Leben ist. Immerzu musst du alles kontrollieren, alles aufräumen. Du hast überhaupt keine Freude mehr. Geh doch mal lieber Tango tanzen oder mach mal was anderes. Werd mal wieder lebendig, weil du hast dich ja vollkommen verrannt. Dann hätte ich damals gesagt, du pass mal auf, halt die Klappe. Das ist mein Leben und ich bin so und ich will auch so sein. Das heißt, ich ändere mich nicht. Und so geht einem das überall. Kannst du überall fragen und kannst versuchen, jemanden zu ändern. Das funktioniert nicht. Und deshalb muss man dann, wenn man merkt, so geht's nicht, muss man was anderes machen. Also Kinder, die zum Beispiel in der Schule ihre Freude am Lernen verloren haben. Das ist deren Lösung, ne? Für die bittere Erfahrung, dass sie eigentlich mal auf die Welt gekommen waren und lernen wollten. Und dann wurde ihnen ständig gesagt, was sie zu lernen haben. Dann muss man natürlich seine eigene Freude am Entdecken und Gestalten im Hirn unterdrücken, so lange, bis das da oben auch richtig mit anderen hemmenden Netzwerken zugewachsen ist. Und dann kann man, dann entspricht das dann dem, was man dann auch erlebt, wenn die Kinder aus der Schule kommen und null Bock auf Schule haben. Dann haben sie auch null Bock auf Lernen und sie haben auch null Bock später auf Arbeiten. Und so, wie will man das jetzt ändern? Doch nicht, indem ich jetzt noch mehr Belohnung anbiete oder Bestrafungen, also noch schlechtere Zensuren oder noch bessere Zensuren. Das Kind oder die betreffende Person, die so eine Verwicklung sich ins Hirn gebaut hat, also wie ich mit meiner Aufräumwut, die müsste eingeladen, ermutigt und inspiriert werden, sich noch mal auf eine andere Erfahrung mit dem Aufräumen oder mit dem Lernen oder mit dem Tanzen oder mit der Natur oder mit der Begegnung mit anderen Menschen einzulassen. So. Und dann hört man schon einladen, ermutigen, inspirieren. Kannst du doch nicht erzwingen. Und mit Belohnung, Bestrafung geht es auch nicht. Also, und dann heißt es, und da wollte ich ja hin, wir sind eine Gesellschaft geworden, wo wir alle nicht mehr wissen und auch nicht mehr gelernt haben und wo es uns auch gar nicht mehr so wichtig ist, andere Menschen einzuladen, zu ermutigen und zu inspirieren. Wenn uns das jetzt als Eltern wichtig ist, darauf zu achten, gibt es da vielleicht einen Satz, wenn man gerade in einem Gespräch ist mit dem Kind, wie man sich überprüfen kann, ob man jetzt wirklich gerade in dieser bedingungslosen Liebe ist und gerade nicht dieses Bestrafen und Belohnen anwenden will, sondern auf Augenhöhe vielleicht je nach Alter auch dann mit demjenigen reden, vielleicht sozusagen seine Sorgen vielleicht mitteilen, warum man vielleicht so reagiert, um dann sozusagen ihn zu erklären, warum man so reagiert und dann schaut, was passiert. Wie können wir da... Das würde vielleicht mancher machen und würde dann sagen, Sie müssen das so machen und dann machen Sie es doch bitte so. Ja. Aber schon, wenn wir so anfangen zu reden, mache ich ja dann die Eltern wieder zum Objekt meiner klugen Ratschläge. Mhm. Das heißt, so geht's nicht. Ich kann niemandem sagen, wie er es machen muss. Mhm.
Ich kann ihm nur helfen, es selber herausfinden zu wollen, wie es gehen könnte. Und eine Möglichkeit ist, dass ich sagen kann, es ist nicht gut für menschliche Begegnungen, wenn Menschen sich gegenseitig zum Objekt machen. Liebe Eltern, liebe Mama, lieber Papa, könntest doch mal versuchen, das Kind nie wieder, ab sofort, nie wieder zum Objekt deiner Erwartungen, Belehrungen, deiner Bewertungen und deiner Maßnahmen zu machen. Und dann würde ich sagen, tschüss, versuch's mal. Und dann kann es manchmal sein, dass die, weil sie ihr Kind so lieb haben und weil sie auch denken, das könnte ja sein, dass es geht, könnten sie das ausprobieren. So, aber das werden die nur von jemand annehmen. Also wenn jetzt irgendeiner kommt, der Kultusminister, und sagt, Eltern, ihr müsst mal eure Kinder einladen, ermutigen, inspirieren, oder die Lehrer sollen das in der Schule machen. Das funktioniert ja alles nicht. Und der Grund dafür ist, dass man nur jemanden einladen kann, den man auch mag. Jetzt kommt eine ganz bittere Geschichte. Das heißt, bei uns funktioniert das mit dem Einladen und Ermutigen, Inspirieren deshalb nicht, weil das voraussetzt, dass ich den anderen mag, auf irgendeine Art und Weise. Und ich müsste ja gerade die, wenn ich jetzt an Lehrer denke, müsste ja die Kinder ganz besonders einladen, die ich am wenigsten leiden kann. Die gehen mir am meisten auf die Ketten. So, und dann habe ich so eine Gruppe von Lehramtskandidaten, die im Referendariat waren, gefragt, sag, wo habt ihr denn das eigentlich gelernt, wie man ein Kind mögen kann, obwohl man es nicht leiden kann? Und? Die hatten nichts, keine Ahnung. Die wussten noch nicht mal, dass man überhaupt das Kind nur dann einladen kann, wenn man ein unbedingtes Interesse an dessen Entfaltung hat. Also das ist ja nur ein anderer Begriff für ich mag dich. So, und das hatte ihnen noch nie einer erzählt. Sie hatten sehr viel Methoden und Ähnliches gelernt. Und dann habe ich sie gefragt, aber das muss doch möglich sein, dass du ein Kind auch magst, was dir sehr auf die Nerven geht. Nee, das wüsste sie nicht. Dann würde sie es raus vor die Tür. Also dann kommen diese üblichen Sachen. Und dann habe ich mit denen daran gearbeitet, dass sie doch mal miteinander versuchen könnten, in dem anderen, egal ob sie ihn mögen oder nicht, irgendetwas zu finden, was sie mögen. Mhm. Und das geht. Ja, jeder Mensch kann, in jedem Mensch ist irgendwas verborgen, auch in so einem völlig durchgeknallten Schüler. In jedem Mensch ist irgendwas verborgen, was man mögen kann. Und wenn man das findet, dann kriegt man einen anderen Blick, dann guckt man den anders an, dann geht man aus dieser Belehrerrolle raus und geht in Augenhöhe, wie das so heißt. Man fängt an, dem zu begegnen, und dann lädt man den ein. Und man lädt ja nicht den Ganzen ein, sondern diesen Anteil, den man mag. Und das Interessante ist, dass die dann als Ganzes hinterherkommen. Ne? Der Schüler hat oftmals noch nie erlebt, dass ihn ein Lehrer so angeguckt hat. Liebevoll. Ne? Und wenn er das erlebt, ist er bereit, hinterherzukommen. Und dann, und jetzt wird es interessant, sich darauf einzulassen, nochmal zu gucken, weil der Lehrer das so vorschlägt, ob nicht vielleicht Mathe eine tolle Geschichte ist. Ob man nicht Algebra verstehen kann, anstatt zu sagen, null Bock. Und dann fängt er an und macht ein bisschen so die ersten Dinge und merkt auf einmal, was das für eine bezaubernde Welt ist, diese ganze Mathematik. Und dass das so ein Ordnungssystem ist, mit dem man wirklich sehr vieles machen kann für den Rest des Lebens. Und dass es total bescheuert gewesen wäre, wenn er dann kein Mathe gemacht hätte. Und dann könnte man das Gleiche auch für Literatur machen oder für Biologie. Aber man müsste ihn einladen, ermutigen, inspirieren. Aber das kann man nicht, wenn man ihn nicht leiden kann. Ganz einfach. Ich höre heraus, wie wichtig die emotionale Beziehung und Bindung dann in dem Fall ist, um die Kinder abzuholen und mitzunehmen. Ja, das kann jetzt durch diese neueren Erkenntnisse aus der Hirnforschung plötzlich ja auch belegt werden, nämlich dass im Hirn nur dann etwas verankert werden kann, wenn es ein bisschen unter die Haut geht. Also wie man das dann im Einzelnen nennt, ist ja erstmal egal, aber nur rein kognitiv, wir sind keine Rechenautomaten, die man jetzt mit Daten füttert und dann bleibt das da oben hängen. Oder wo man denen sagt, du musst das immer so und so sagen und dann sagt er das auch so und so. Und dann hat er vielleicht, glauben wir, irgendwas verstanden. Davon kommt nichts, sondern es muss ihn berühren. Das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Und was uns Menschen am meisten berührt, ist, wenn wir durch eine Erfahrung, die wir machen dürfen, merken, dass wir in der Lage sind, einen Zustand, in dem es uns nicht so gut geht, der heißt dann Inkohärenz, da passt es nicht richtig im Hirn oder irgendwie mit uns und der Welt,
Und wenn es uns gelingt, dafür eine Lösung zu finden, dann wird das ja, der inkohärente Zustand ist sehr energieaufwendig, da feuern die Nervenzellen durcheinander, wir brauchen einen Haufen Energie und uns geht's insgesamt mistig. Und wenn man da plötzlich eine Lösung findet, also die banalste ist Aha-Erlebnis, so, dann erlebt man plötzlich, wow, ne? Jetzt passt es auf einmal, jetzt wird weniger Energie verbraucht und dann werden im Mittelhirn bestimmte Zellgruppen aktiviert und die schütten dann Botenstoffe aus, die verstärken nochmal bestimmte Netzwerke, die so ein tolles Gefühl machen. Das ist so ähnlich, wie als ob man Kokain und Heroin gleichzeitig genommen hätte, ja. Manchmal. Mhm. Aber diese Botenstoffe regen auch andere Zellen an, nochmal so etwas zu produzieren, das nennen die Hirnforscher neurotrophe Faktoren, also Art Hormone und Wachstumsfaktoren, die Nervenzellen dann auf einmal dazu bringen, dass die nochmal aus dem Genom, also von der DNA, Eiweiße abschreiben oder Sequenzen abschreiben, mit denen sie Eiweiße herstellen, die sie dann benutzen, um neue Fortsätze zu bilden, neue Kontakte zu machen, bestehende Kontakte fester zu machen. Das heißt, wenn ich ein solches Erlebnis habe, dass ich plötzlich von jemandem eingeladen bin, den Zauber der Mathematik zu erleben, und ich dann plötzlich so ein Gefühl habe, wie toll das ist, dann wird das, was ich dabei erlebe, einschließlich der Matheaufgabe, die ich da gerade gelöst habe, das wird in meinem Hirn in Form der dabei aktivierten Netzwerke verankert. Am Ende kann ich nicht nur diese Aufgabe, sondern auch mein Gefühl Mathe gegenüber ist nun auf einmal ein anderes geworden. Und je häufiger das passiert, desto tiefer oder fester werden diese Netzwerke im Hirn verankert. Und was wir da sehen ist, es wird im Hirn nicht das verankert, was wir an Problemen haben, sondern die Lösungen. Mhm. Und das war eben vorher eine blöde Lösung. Blöd darf man nicht sagen, wir wollen es ja nicht bewerten. Aber wenn ein Kind auf die Idee kommt, dass Mathe Mist ist, dann ist das eine Lösung, zu der das Kind nur kommen kann, weil es ungünstige Erfahrungen mit den Personen und mit Situationen gemacht hat, in denen ihm Mathe beigebracht werden sollte. Mhm. So, und dann hat es gemerkt, das will es nicht. Also gibt ja auch Kinder, die einfach sich nicht gerne belehren lassen. Mhm. Und dann verweigert es das und dann ist die ganze Mathe, der ganze Zauber der Mathematik ist verloren. Wenn wir haben die Möglichkeit, die Schule von Grund auf neu zu gestalten. Wie würden Sie, Herr Hüther, wenn Sie dann ein weißes Blatt vor sich haben und können das komplett frei entscheiden, jetzt mal ganz oberflächlich nur, ich weiß, das ist ein ganzes Buch voll und vielleicht sogar noch mehr oder ein ganzer Band. Wo würden Sie anfangen? Wie würden Sie es versuchen, die Kinder abzuholen? Wie würden Sie das gestalten? Das wird kein ganzes Buch voll, weil das schon immer so war in der Menschheitsgeschichte, dass die Art und Weise, wie wir unsere Kinder oder unsere nachwachsende Generation begleitet haben, diesem einen Zweck gedient hat, nämlich das, was wir bisher schon geschaffen hatten, einigermaßen zu erhalten. Und deshalb geht es ja immer nur darum, dass das, was wir schon als Erwachsene hingekriegt haben, diese Gesellschaftsform, diesen Wohlstand, diese Wirtschaftssituation oder was immer das sein mag, zu erhalten. Und deshalb gab es im Kaiserreich, gab es ja auch schon Schulen. Die hatten doch nicht die Aufgabe, dass die Kinder ihre Potenziale entfalten. Militärische Absichten zum Teil, ne? Ausbildung von Soldaten. Was auch immer, auf alle Fälle sollten das kaisertreue Anhänger werden. Ja. Die Nazis haben das genauso gemacht. Mhm. Also das sollten lauter Nazis rauskommen. Hier in der damaligen, da bin ich ja noch groß geworden, in Gotha, aha, in Thüringen. Ne? Da sollten aus den Schulen doch keine solche Leute rauskommen, die sich allzu viele Gedanken über die Welt machen. Und das sollten treue Kommunisten oder Sozialisten werden. Stand auch dann in meinen Unterlagen. Er tut so, als ob er ein Sozialist sei, aber in Wirklichkeit ist er ein Bürgerlicher. Gut, dass Sie diese Stasi-Unterlagen aufgeben. Sondern das in Ihrem Zeugnis? Das heißt, die haben das schon erkannt, dass ich da hier falsch war. Und es war auch gut, dass ich deshalb abgehauen bin. Aber die Schule dient nie dem Zweck, diese Kinder in ihrer Entfaltung zu begleiten, sondern die dient immer dazu, dieses gesellschaftliche System, was man gerade hat, zu erhalten. Und da frage ich mich immer wieder, wieso das in dieser, vor allen Dingen in dieser westlichen Welt und auch bei uns in unserem Land, keiner durchschaut. Also die tun ja so, als seien wir eine Entfaltungsgesellschaft.
Und die tun ja so, als sei das gar nicht erforderlich, dass wir ständig neues Wirtschaftswachstum generieren. Und die tun ja so, als sei der Konsum ein Segen. Und ja, wenn man so viel Konsum braucht, damit man so viel Wachstum und Bruttosozialprodukt erzeugen kann, damit das alles bezahlt werden kann, was wir hier haben, dann braucht man Schulen, aus denen ganz viele Leute rauskommen, die todunglücklich sind, die nicht wissen, was sie wollen, die gelernt haben, das zu machen, was man ihnen sagt, die sich sehr gerne sozusagen morgens um 6 schon anstellen, weil das nächste iPhone oder irgendwo angeboten wird, die also begeisterte Konsumenten sind und sich für jeden Scheiß überreden und verführen lassen. So, das ist doch, anders geht das ganze System nicht. So, und jetzt frage ich, gebe ich die Antwort zurück und sage, wenn ich die Möglichkeit hätte, Schule zu gestalten, würde ich sie genauso gestalten, wie wir sie haben. Weil sonst müsste die Frage anders heißen, wie müsste Gesellschaft aussehen? Mhm. Wenn wir als Erwachsene anders miteinander umgehen würden. Und wenn uns andere Dinge wichtig wären als das, was uns im Augenblick im Durchschnitt so furchtbar wichtig ist, dann würden wir auch unsere Kinder anders begleiten. So, und das ist diese große Übergangsphase, in der wir im Augenblick mittendrin stecken. Absolut. Und ich bin so glücklich, dass es jetzt die ersten jungen Eltern gibt, die einfach nicht bereit sind, dieses bisherige System mit diesem Leistungsdruck und diesem ganzen Karrierismus und so durchzuziehen. Und das Ergebnis sieht man ja auch, sind ja die ersten schon durchgegangen durch so eine weniger vom Leistungsdruck bestimmte Kindheit. Da haben sich Eltern schon ein bisschen Mühe gegeben, denen Räume zu eröffnen, wo die sich ausprobieren konnten. Und das ist dann Generation Y oder wie sie die nennen. Mhm. Also das sind dann die, wo dann die erwachsenen, weißen, älteren Herren meinen, dass die keiner Herausforderung standhalten können, dass die nichts auf die Reihe kriegen und keine Lust haben zum Arbeiten. Oder keine Lust haben, sich versklaven zu lassen. In Wirklichkeit, das sehen die aber nicht. Die finden das ja total in Ordnung, dass man sich anstrengend Ärmel hochkrempelt und loslegt, egal was man da produziert, egal wie kaputt die Familie dabei wird, egal, dass man keine Zeit mehr für die Kinder hat und dass man sie mit 6 Wochen schon in der Krippe abgibt. Ja? Hauptsache vorwärts. So. Das machen manche nicht mehr mit. Die stürzen natürlich das System. Und zwar kräftiger als diejenigen, die sich auf der Straße festkleben. Ja, die tun ja auch wirklich was. Und das ist ein sehr nachhaltiger Effekt, wenn ich mein Kind so begleite, dass das sich nicht einfangen lässt von diesen Lösungen, die unsere Gesellschaft und vor allen Dingen unsere Wirtschaft und unsere Konsumindustrie und unsere Dienstleistungsindustrie ständig anbietet. Wenn die nicht mehr verführbar sind, dann muss ja mancher Laden zumachen. Und auch mancher Politiker muss einpacken. Es wird spannend. Das ist eine richtig spannende Zeit, die da auf uns zukommt. Und ich bin ja Biologe und ich weiß, dass es immer so was wie Selbstorganisation gibt. Also das ist keine Utopie, von der ich da rede, sondern so und nicht anders wird es sich organisieren. Das Einzige, was sein kann, ist, dass wir es nicht packen hier im Westen. Und dass das vielleicht in Afrika oder in anderen Ländern besser gelingt, wo die sich noch nicht so sehr verrannt haben in ihrer Besitzstandwahrungshaltung. Oder die gucken sich an, was bei uns gerade schief läuft. Müssen das nicht nochmal machen. Lerne von den Fehlern von anderen. Ja. Mhm. Und deshalb sind wir auf einem richtig guten Weg. Und da steckt ja für einen Wissenschaftler, für mich steckt ja was dahinter. Das heißt, es geht um die Frage, was eigentlich es bedeutet, Mensch zu sein. Ja. Und was uns hilft, sozusagen in Zukunft unser Zusammenleben so zu gestalten, dass da sich was entfalten kann. Also es gibt diesen Grundsatz, alles, was lebendig ist, wird sich entfalten. Das kann man, wer es nicht glaubt, geht im Frühjahr mal raus und dann sieht das. Das heißt, wenn man nicht drauf rumlatscht, es abhackt oder vergiftet oder einwickelt und unterdrückt und kaputt macht, entfaltet sich das immer. Und selbst ein Kind, was ziemlich zurechtgeschnitten worden ist, der Löwenzahn kommt auch durch den Asphalt. Ja, ne? Selbst so ein Spalierobst, das nun ordentlich mit dem Erziehungsschnitt und mit diesen Drähten festgebunden worden ist, irgendwie kann es, wenn man die Drähte alle abnimmt, noch ein Baum werden. Mhm. Nicht ganz, hätte noch ein bisschen schöner werden können, aber es entfaltet sich sozusagen. Es bleibt nicht ewig Spalierobst, nur weil es am Anfang mal als Spalierobst festgebunden worden ist. Mhm. Also ist diese Hoffnung, dass es sich entfaltet, die ist schon durchaus berechtigt. Und jetzt heißt die Frage, worauf kommt es denn eigentlich an?
Und da habe ich, und da glaube ich, das sind auch viele der Meinung, wir haben ja auch so Bilder dafür, das soll dann wie im Paradies sein oder wie im Himmelreich. Also es soll eine Friede, Freude, Eierkuchenwelt sein, die wir da gerne hätten, ne? Wo alles passt und alles schön ist und alles toll und die Menschen sind so toll. Und dann muss ich leider sagen, das ist ein Irrweg, so wird es nichts. Weil da hofft man, dass man dann in dem Zustand, wo dann alles passt, glücklich wird. Und da weiß man aber schon, dass man ja nur deshalb das Glück erleben kann, weil man das Unglück kennt. Jemand, der nie unglücklich war, der weiß überhaupt nie, was Glück ist. Und deshalb geht es wohl offenbar um einen Bewusstwerdungsprozess. Also es geht offenbar darum, dass wir, indem wir uns laufend verrennen und verirren, und uns doch auch wieder gegenseitig helfen, den Weg wieder zurückzufinden, dass wir dann weiter können und uns weiter entfalten können, dass wir im Laufe der Zeit immer besser lernen, was Menschen brauchen, damit dieser Entfaltungsprozess nicht nur in der Natur abläuft, sondern auch mit uns und in uns. Und das nicht als Einzelne, sondern als ganze Gemeinschaft. Das heißt, wir werden irgendwann mal verstehen müssen, dass wir Teil dieses großen lebendigen Organismus hier auf diesem Planeten sind und dass es nicht geht, dass man sich sozusagen auf Kosten von anderen Organen durchsetzt. Das wäre so, als ob meine Leber sagen würde, ich bin hier der Chef, ja, und streitet sich mit der Lunge, wer der Bessere ist, oder vergiftet die Lunge. Das funktioniert nicht. Also wir sind da irgendwie aufgerufen, uns selbst bewusst zu werden, wie sehr wir in unserer Lebendigkeit bedroht sind durch die Art und Weise, wie wir eingebunden und eingewickelt werden. Und wir müssten uns gegenseitig versuchen zu helfen, uns aus diesen Verwicklungen zu befreien. Und dazu brauchen wir Entwicklungshelfer. Und dann kriegen wir den Bogen wieder zum Anfang. Die besten Entwicklungshelfer sind die, die wir noch nicht verwickelt haben. Das sind unsere Kinder. Und dann kann man noch mal ein bisschen anders an das ganze Thema herangehen und sich auch noch mal klar machen, es gibt ja auch Kulturen, wo das alles klappt. So werde ich ja manchmal gefragt, ist denn das, was Sie da jetzt hier erzählen, irgendwo auf der Erde schon mal verwirklicht? Sag ja, es gibt schon sowas, wo das so ist. Und das kennen wir ja auch aus den Beschreibungen. Im amazonischen Regenwald gibt es ja kleine Gruppen und Stämme, wo, wenn man da hinkommt, man feststellt, die machen eigentlich alles richtig. Und die Kinder sind integriert, die Alten gehören dazu, die leben sozusagen ressourcenschonend, ja, mit alles Natur. Mit der Natur. Ja. Und da würde man sagen, ist doch einfach irre, ist doch toll, dann lass es uns doch so machen, ja, wie die. Und dann wird plötzlich deutlich, dass es gar nicht darum geht, es richtig zu machen, sondern zu lernen, worauf es ankommt. Mhm. Sich bewusst zu werden, was man alles braucht, damit man das alles erhalten kann. Denn als damals, haben die auch schon alles richtig gemacht, als Kolumbus und die anderen Konsorten da aus Spanien dahin gekommen sind, da hatten die kein Bewusstsein. Die wussten nicht, was notwendig ist, damit sie ihre heile Welt bewahren können. Und nur wenn man sich das allmählich bewusst wird, wenn man sich dessen bewusst wird, was es braucht, unser menschliches Zusammenleben zuzugestalten, dass wir miteinander uns entfalten können, erst dann beginnt man, ein Mensch zu sein. Vorher ist man eigentlich noch auf so einem Niveau, wo man von den Umständen sozusagen und den Vergangenheiten und von den Bedingungen getrieben, bewusstlos umherläuft. Ja. Und deshalb geht es um so einen Bewusstwerdungsprozess. Und das habe ich früher nicht so gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Aber jetzt verstehe ich, warum die da in Delphi auf diesen Stein das da drauf gemeißelt haben. Erkenne dich selbst. Wow, darum geht es. Also zu erkennen, was wir brauchen, damit wir uns als Menschen tatsächlich und das in uns angelegte Potenzial entfalten können. Das Leben hat uns doch nicht auf diesem Planeten hervorgebracht, damit wir dieselben Affen werden, die es schon gibt. Sondern das gibt ja eine Tendenz in dieser Evolution des Lebendigen dahingehend, dass da Spezies entstehen, die nicht nur denken können, sondern die auch Bewusstsein ausbilden können. Und da sind wir nun offenbar diejenigen, mit der dieser lebendige Evolutionsprozess versucht, eine Form hervorzubringen, die in der Lage ist, selber zu verstehen, was das Leben braucht, damit es sich weiter entfalten kann. Das wäre unsere Aufgabe, nicht das Leben auf diesem Planeten zu ruinieren, sondern dafür zu sorgen, dass dieser evolutionäre Entfaltungsprozess sich weiter auch ausdehnen kann und überspringen kann. Dann sind wir auch wieder
universell, also dann könnte ich wieder mit den Physikern reden, weil die sagen mir, dieser ganze große der Prozess der Herausbildung des Universums ist getragen von diesem Grundprinzip, dass es immer um die Erweiterung von Möglichkeitsräumen geht. Das im Urknall ist nur eine Möglichkeit, auseinanderfliegen. Und Möglichkeitsräume für Interaktion entstehen erst dort, wo die Energie nicht so groß ist, dass alles auseinanderfliegt. Und dann merkt man plötzlich, hallo, das wäre schon gar nicht so schlecht, wenn wir uns so entfalten könnten als Menschen, dass wir das größtmögliche Spektrum an Möglichkeitsräumen füreinander schaffen. Wow. Und natürlich dann auch nicht nur füreinander, sondern auch für die anderen Lebensformen, die es neben uns auch noch gibt und die wir oftmals aus Dummheit für überflüssig halten und die wir dann auch so bewusstlos und ohne uns klar zu werden, was wir da eigentlich tun, dann auch zerstören und ausrotten. Das heißt irgendwie, dass das, was wir momentan vorfinden an Systemen, hilft uns bei unserem eigenen Bewusstwerdungsprozess, dass wir uns weiterentwickeln können überhaupt. Weil es ist bitter, weil das heißt, ich muss beschissene Schulen haben, damit ich erkennen kann, wie eine richtige Schule geht. Ja. So, und danke. Aber irgendwann, und da fängt es an. Da kriegt man ein ganz anderes Gefühl dafür gerade. Natürlich. Und dann kriegt man aber auch ein Gefühl dafür, dass man nicht ewig die falschen Wege gehen muss. Das hat sich jetzt mit den Schulen ungünstig herausgestellt. Wir haben da einen Fehler gemacht. Es hat sich alles sehr blöd entwickelt. Aber da muss man das doch jetzt nicht auch noch länger beibehalten, als es unbedingt nötig war. Ja, sobald ich mir das klar ist, dass das so nicht geht, mache ich es anders. Ja, aber fällt uns im Augenblick ein bisschen schwer, weil es eben nicht ein Problem der Schulen ist oder des Gesundheitssystems oder des Sozialsystems, sondern es ist ein Problem dieser westlichen, von der Wirtschaft bestimmten Lebensform, die so etwas hervorbringt. Und dabei ist uns dann noch das zweite Missgeschick unterlaufen, nämlich dass wir glauben, dass wir mit dem nackten Verstand alle Probleme dieser Welt lösen können. Das ist mit der Aufklärung angefangen. Und jetzt sehen wir, dass das mit dem nackten Verstand war schon eine gute Idee. Okay, aber das hat uns ja geholfen. Wir haben auch viel gelöst, aber fast alle Probleme, die wir heute haben, haben auch Menschen mit dem nackten Verstand hervorgebracht. Also man muss auch sehr viel kognitive Fähigkeiten haben, dass man so einen blöden Krieg da anzetteln kann oder dass man auf den Mond fliegen kann und gleichzeitig zulässt, dass hier auf der Erde die Kinder verhungern. Ja. Da muss man schon fragen, was da eigentlich mit uns passiert ist. Und deshalb glaube ich, dass wir dann eben in dieser Transformation oder in dieser Verwandlung, in der wir da mittendrin stecken, dass wir da auch erkennen werden, dass wir da einem Trugschluss aufgesessen sind, weil wir geglaubt haben, es ginge nur um die kognitiven Fähigkeiten. Und eine große Hilfe, die uns da entgegenkommt, sind die digitalen Geräte. Von den Tieren haben wir uns lange versucht abzugrenzen und immer gefragt, was ist denn das Herausstellungsmerkmal des Menschen? Und dann haben wir gesagt, das sind unsere kognitiven Fähigkeiten. Die können sich auch schon ein bisschen was merken, die Tiere, und die können auch mal so ein Werkzeug benutzen, aber so groß wie wir mit dem kognitiven, das sind die nicht. Und jetzt bauen wir Maschinen, die uns in Bezug auf das, was wir für kognitive Fähigkeiten haben, total überlegen sind. Die können sich mehr merken, die wissen besser, wo sie sind. Ja. Die können sogar lernen, also alles das, was wir als Herausstellungsmerkmal unserer kognitiven Fähigkeiten hatten, ist dahin. Ja. Und spätestens an der Stelle muss man sich fragen, was ist denn nun auch wirklich der Unterschied? Was ist das wirkliche Herausstellungsmerkmal des Menschen gegenüber nicht nur den Tieren, sondern vor allem jetzt auch gegenüber den von ihnen produzierten künstlichen Intelligenzen? Das haben die KI-Leute schon rausgefunden. Weil die kommen mit der KI-Entwicklung an so einen Deckeneffekt, wo die nicht mehr weiterkommen. Und dann fragen sie sich, woran das liegt. Und es liegt daran, dass diese digitalen Geräte, wie alle Maschinen, keine Bedürfnisse haben. Ja, da muss man sich zurücklehnen, wenn ich das sage. Was heißt das eigentlich, wenn du ein Wesen hast, was kein Bedürfnis mehr hat? Vielleicht Energiebedürfnis, damit sie laufen können, so Strom und sowas. Das heißt, wenn ich ein Energiebedürfnis habe, dann gehe ich umher und suche mir was zu essen. Mhm. Wenn mein Taschenrechner ein Energiebedürfnis hat, geht er aus. Wenn ich das nicht wieder reinstecke, deshalb brauchen wir auch keine Angst vor diesen Maschinen zu haben, die sind zu blöd, um den Stecker wieder in die Steckdose zu kriegen. Wenn man denen den Strom abdreht, ist aus.
Kann man sich sonst was ausdenken. Und das heißt also, die laufen nur so lange, wie wir die auch mit dem Strom versorgen und mit den Programmen versorgen, die man braucht, damit die als Chatbot dir irgendeinen Text schreiben können. Mhm. Aber die sind dumm wie Bohnenstroh. Programmiert. Ohne Bedürfnis. Wer kein Bedürfnis hat, kann auch keine Idee, also Problem lösen. Keine Kreativität entfalten, wie man das Bedürfnis vielleicht stillen könnte. Und wenn ich keine Idee habe, wie ich was machen muss, was ich gerne möchte, dann kann ich auch den Willen, also die Intentionalität nicht hervorbringen, mit der ich es dann tue. Also dann haben wir jetzt den Unterschied zwischen den Menschen und den künstlichen Intelligenzen sauber rausgearbeitet. Die haben keine Bedürfnisse, die können sich nichts ausdenken, was Neues, was Kreatives, und die haben keinen Willen. Also dann müsste man die Frage stellen, dann wäre es doch das Allerwichtigste, dass wir unseren Kindern helfen zu erkennen, wie wichtig ihre Bedürfnisse sind und was die richtigen Bedürfnisse sind. Also Schuhe kaufen und auf anderen mit dem Knüppel rumhauen, das können keine menschlichen Bedürfnisse sein. Also müssen wir rausarbeiten, was ist denn eigentlich, und den Kindern auch helfen, dass die ihre lebendigen Bedürfnisse, das ist das nach Verbundenheit und das nach Gestaltungsmöglichkeiten, dass sie die auch stillen können. Und dabei werden sie kreativ, weil da finden sie schon irgendwas, wenn wir nur endlich aufhören, sie zum Objekt unserer Belehrungen zu machen. Und dann, wenn die dann wissen, wie das geht, dann setzen die das auch um. So, und jetzt möchte ich mal wissen, wer was dagegen haben will, dass wir davon ausgehen, dass Kinder mit einer unglaublichen Gestaltungslust und Entdeckerfreude zur Welt kommen. Und wer wollte da sich wünschen oder wer wollte da behaupten, dass die nicht bedürfnisorientiert großgezogen werden sollten? Weil mit dieser Entdeckerfreude und Gestaltungslust werden die alles lernen. Und wenn die bis 15 vielleicht noch kein Englisch gelernt haben, da sieht man ja oftmals, dass da einer dann plötzlich auf die Idee kommt, er möchte jetzt Englisch lernen. Das dauert ein Jahr. Und dann hat er in einem Jahr alles gelernt, womit man den anderen 10 Jahre lang die Freude am Englisch versaut hat. Also Sie sprechen gerade über mich. Ah. Ja, bei mir war es sogar noch später. Ich hatte nie Lust auf Englisch, genau aus diesen Gründen. Und dann mit 18 habe ich gedacht, okay, ich muss das Thema doch angehen. Ich komme nicht drum herum, wenn ich in der Welt ein bisschen was erleben will. Und dann bin ich mit 18, habe ich mich gezwungen. Ich bin nach Australien alleine geflogen. Na, Sie haben gewollt. Ja, ja. Das war schon, wenn man sich selber zwingt, ist es ein Wollen. Ja, gerne, kann man so sagen. Und dann habe ich mich in diese Situation hineingewollt. Ja. Ja. Und hatte auch keine Ausreden, ich konnte nicht anders. Ich musste Englisch sprechen, musste lernen. Und dann nach 4 Monaten konnte ich Englisch sprechen, sodass ich studieren konnte auf Englisch. Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, ist so bei mir passiert. Ja, und das sind Sie nicht der Einzige. Das wird jeder, der uns hier zuschaut, wird so ein Erlebnis haben oder wird jemand kennen. Sobald ein Mensch nur sozusagen gelassen wird und nicht in seiner Entdeckerfreude so sehr gebremst wird, dass er gar nichts mehr will, und dann geht es auch. Und danach, Englisch war für mich ein Traum. Ich habe alles nur noch auf Englisch konsumiert. Man träumt dann sogar auf Englisch. Die Berichte, die Informationen. Ich lese Artikel auf Englisch, weil ich da andere Informationen bekomme als auf Deutsch. Ja. Es ist eine tolle Sprache, und es hat sich aber auch erst nach der Schule entwickelt, ne? Weil ich dann gemerkt habe, es hat ja auch sinnvolle Applikationen, wo ich es einsetzen kann. Ja, dann müssen wir uns bei der Schule bedanken, dass sie es nicht geschafft hat, ihre Freude am Leben und am Entdecken so sehr kaputt zu machen, dass sie nicht nach Australien gewollt hätten. Das geht ja auch vielen so, die kommen nicht mehr auf die Idee. Ja. Die sitzen in ihrem Zeug drin und kommen auf keine andere Idee mehr, und dann passiert da auch nichts. Ja. Also das war dann schon wichtig, dass diese Freude noch da war, und deshalb könnte man sagen, die wichtigste Aufgabe der Schule würde ja darin bestehen, nicht denen möglichst viel beizubringen, sondern diese Freude am Lernen so zu unterhalten und am Leben zu lassen, dass dann, wenn es dann kommt, es auch noch genügend spürbar wird. Wenn man dann nichts mehr in sich spürt, dann kommt auch nichts. Mhm. Ja, das ist eine spannende Zeit, und ich bin fest davon überzeugt, dass es noch nie so viel Freude gemacht hat, diesen gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen auch global nicht nur, also man hängt ja selbst mit drin, aber man ist ja auch einer, der das jetzt miterlebt.
Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich mag Zeiten, in denen alle behaupten, es sei jetzt richtig und gut und so könnte es doch für Ewigkeit bleiben. Das ist mir ein Graus. Ich will nicht, dass es alles gut ist und alles so bleibt, sondern ich will immer wieder neue Gelegenheiten haben, die mir helfen zu verstehen, nicht wie ich glücklich bin, sondern was ich machen muss, damit ich, wenn ich unglücklich bin, wieder glücklich werde. Also Eltern könnte man sagen, macht euren Kindern so viele Probleme wie möglich, anstatt denen die Steine aus dem Weg zu räumen. Denn wenn die Kinder so viele Probleme haben, lernen sie auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie etwas geht. Und dann trauen sie sich auch zu, nach Australien zu gehen. Also, trotz Schwule. Mhm. So, und dann haben aber die meisten Eltern dieses dringende Bedürfnis, den Kindern die Steine aus dem Weg zu räumen, mit dem Ergebnis, dass die nicht lernen, wie das Leben geht und bei jedem späteren Stein dann schon gleich umfallen. Ja. Und noch schlimmer ist die andere Variante, von der ich glaube, dass es da noch viel mehr gibt, nämlich, dass die Eltern ihre Kinder mit Problemen belasten, die für die Kinder nicht lösbar sind. Also nehmen wir sowas wie den Streit von Mama und Papa in der Partnerschaft. Was soll ein Kind damit anfangen, außer dass es unglücklich wird und sich selbst verurteilt, weil es nicht in der Lage ist, die beiden wieder zusammenzubringen, was ja sein dringendster Wunsch ist. Vater oder Mutter, der unbefriedigt und unglücklich von der Arbeit kommt und zu Hause nur sagt, scheiß Arbeit und Maloche und all sowas und mache ich nur für euch und nur fürs Geld. Was soll denn so ein Kind für eine Vorstellung bekommen, weshalb es Freude machen könnte, was zu lernen und zu arbeiten? Und da könnte man noch eine ganze Reihe aufzählen und da wird einem plötzlich deutlich, dass es höchste Zeit wird, dass wir unser Hirn einschalten und uns bewusst machen, was Kinder brauchen und was sie nicht gebrauchen können. In diesem Sinne, ein schönes Gespräch mit Ihnen. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank. Ich habe viel gelernt. Darauf kommt es ja nicht so sehr an. Es wäre ja auch schön, wenn die uns zugeschaut haben und zugehört haben, ein bisschen was davon mitnehmen. Alles Gute.